Wir leben ja heute in sehr schwierigen und konstruierten Zeiten und viele Leute möchten sich halt mehr in die Richtung Autarkie begeben, wollen ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, ihr eigenen Strom, eigene Wasserversorgung bzw. Wasserkreislauf aufbauen, finde ich recht gut, auch bemerkenswert. Und allerdings muss ich da auch ein bisschen die Menschen vielleicht zurückweisen, beziehungsweise ich möchte einfach nur meine Gedanken bezüglich da mit euch teilen. Also einerseits halt mit dem Obst- und Gemüseanbau, das braucht auch natürlich seinen Prozess. Also viele machen ja jetzt wegen der Panik mit dem ganzen Corona und dem C-Thema, dass sie sich halt unabhängig machen wollen vom System. Und da ist es dann so, erstens sich vom eigenen Garten selbst zu versorgen, das dauert, ist halt auch eine gewisse Zeitspanne, wenn man jetzt von heute anfängt, einen neuen Garten anzulegen und da Obst und Gemüse hat. Und die meisten haben ja noch nicht mal Erfahrung. Das heißt, die machen das aus irgendeiner Angst oder Druckzustand, wie ich viele Leute kennengelernt habe. Ah, jetzt das System macht den Gurt enger und jetzt habe ich meinen Job oder sowas hingeschmissen und man macht es jetzt nebenbei und haben wenig Erfahrung mit dem Obst- und Gemüseanbau, was halt dann im Winter ein bisschen schwieriger dann auch werden kann, wenn man jetzt nicht so die Erfahrung hat, dass man halt die versetzte Ernte auch hat oder den versetzten Anbau, dass man halt immer was auf den Beeten hat, weil man setzt mal was aus und das kommt ja eigentlich auch mehr von den Erfahrungen. Bei mir war das jetzt über die 5 Jahre hinweg habe ich mir das eigentlich immer wieder selbst angeeignet, habe Leute bei meinem Bauernfreund zum Beispiel das abgeschaut, wie hat der Sachen angebaut, wann macht er das, wann erzählt mir das. Einfach habe ich mit den Bauern geredet, wann die was auspflanzen und das habe ich jetzt auch so adaptiert, dass ich jetzt zum Beispiel hier Rosenkohl, Grünkohl, Feldsalat, Portulak für den Winter zum Beispiel oder Wintersalat in den Tunnel reinsetze oder Sachen zum Überwintern mache, einlege. Früher haben ja die Menschen auch Fleisch eingelegt, getrocknet und sowas, damit sie auch was im Winter haben, das machen ja auch die wenigsten. Jedenfalls, das zeige ich dann auch nochmal in einem anderen separaten Video, nur kurz, was ich da für den Winterbau jetzt gemacht habe. Das ist jetzt nur die eine Schiene für den Gartenanbau. Dann kommt noch die Stromversorgung, alles Mögliche dazu, kann man sich auch noch mit richtig reinfuchsen. Dann vielleicht nochmal ein ökologisches Haus und ein Wasserkreislauf. Ist für mich alles ja, so schön und gut. Ist auch wichtig, solche Sachen durchzusetzen, aber bei manchen fehlt mir immer dieser Aspekt, der Psyche und des Körpers, sage ich mal. Also einerseits auch mit diesen, ja jetzt mit der momentanen Situation auch psychisch damit auch klarzukommen und trotzdem seinen Weg auch zu gehen, auch wenn es schwer ist, wenn einem auch Steine in den Weg gelegt werden und trotzdem seinen Fokus nicht zu verlieren und sagen, okay, jetzt ist mir das und das passiert, dass ich stärker aus diesen Situationen rauskomme und mich dann deprimiert bin und alles hinschmeiße. Dass man halt auch diesen Charakterzug halt auch hat und diese Ausdauer und diese Geduld hat und dass das halt nicht alles so wie man sich das vorstellt, so alles schön rosa-rot mit Licht und alles, dass das alles so passiert, sondern dass man auch mal Sachen kommt, die richtig unerwartet sind, die einen auch schocken können, dass irgendwelche Illusionen auch enttarnt werden, dass man halt einfach solche Täuschungen auch bei sich selbst zum Beispiel erkennt und dass es dann doch nicht so ist, wie man am Anfang gemeint hat, dass es so ist. Das ist halt für mich jetzt zum Beispiel auch diese Psyche da auch mal einen gewissen Zug auch, ja, damit auch wieder ein Prozess der Reife, sage ich mal. Aber beim Körper jetzt zum Beispiel auch, dass halt die Leute sehr viel Wert auf das Einlegen und alles Mögliche Wert legen. Aber jetzt, weil ich halt zum Beispiel die vegane Rohkost mache und ich hocke jetzt hier bei, ich glaube, bei 16 Grad so draußen, als ob ich am Strand wäre, also oberkörperfrei und hier mit kurzer Hose, das kann man jetzt alles nicht sehen, aber hier, ja, dass ich halt so rumhalte, dass halt mein Kälte- und Wärmeempfinden jetzt allein, weil ich halt mich sehr basisch ernähre und mich durch innen heraus werbe und viel Sport mache, dass ich eine gewisse Kälte- und Wärmetoleranz habe. Und das sind halt auch solche Sachen, was ist, wenn man mal wirklich nicht heizen kann für einen Tag oder dadurch Strom ausfällt, also überhaupt man keinen Strom hat, man kann nicht heizen, was mache ich dann im Winter, dass ich dann nicht so empfindlich halt auch reagiere. Anderes halt auch, dass ich dann weniger krank werde und sich nicht nur auf Heilkräuter verlasse oder Wildkräuter, ja, jetzt bin ich krank und ich nehme das, weil es ist für mich auch mehr oder weniger so eine Art Medikament. Das setzt halt nicht direkt am Ursprung an, weswegen ich krank geworden bin. Da gibt es ja andere Aspekte, wie dass halt der Körper entschlacken möchte oder ich irgendwelche Konflikte löse.
psychische Konflikte, die ich mir halt einrede und deswegen der Körper das dann auch reflektiert, also nach diesen 5 biologischen Naturgesetzen zum Beispiel. Und die Wildkräuter, ja, die helfen halt einfach, um einen gewissen Punkt zu kommen, um bei der Konfliktlösung zu helfen. Aber sie sind nicht dazu da, diese Ursache zu lösen. Das ist halt für mich jetzt zum Beispiel auch mit die vegane Rohkost, dass ich halt meinen Körper einfach entschlacke, weil ich bin ja auch jetzt an einem Punkt, wo ich dann auch fasten kann. Ich kann mir jetzt zum Beispiel Wildkräuter holen und die entsaften, wenn ich möchte, Saftfasten machen. Ich habe auch mal 2 Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Also dieses Trockenfasten habe ich auch mal gemacht. Das weitet sich natürlich auch aus, je weiter der Körper sich reinigt. Also da kann man dann auch sagen, ja gut, wenn es mal wirklich zu der Situation kommt, dass ich über mehrere Tage lang nichts essen kann, dann ist es für mich nicht schlimm, ich komme nicht in Panik. Ich kann trotzdem meine Sachen machen. Also wie gesagt, ich tue 20 Stunden am Tag intermittierendes Fasten machen und in den 20 Stunden mache ich mein Krafttraining, mache ich mein Tai Chi und bin hier die ganze Zeit im Garten richtig aktiv. Und bei den ganzen Sachen, ich bin halt noch leistungsfähig. Also das heißt, ich kann fasten, bin leistungsfähig und komme nicht aus der Ruhe, sage ich mal. Weil die meisten, die keine Fastenerfahrung haben, kommen dann in diesen Hungerkreislauf, ah, ich muss jetzt sterben und sowas. Und dann kommen sie halt so überspitzt ausgedrückt in Panik, wenn es mal zu dieser Situation kommt, nur weil mal 1-2 Tage lang nichts. Also obwohl es halt vielleicht früher mal, wo wir noch Sammler und Jäger waren, wahrscheinlich das schon mehr üblich war, dass man jetzt nicht jeden Tag etwas zu essen bekommen hat. Und die damaligen germanischen Stämme, die waren auch leicht bekleidet und haben dann auch noch dieses Kälte-Wärmetoleranz noch eher gehabt, wie, nicht so wie bei uns jetzt momentan halt der Fall ist. Und da ist es also für mich auch dann in dem Zusammenhang, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also wenn dann ja jemand sagt, ja, jetzt ist die Krise, ist es eigentlich schon viel zu spät darauf vorzubereiten, vor allem weil halt unser System oder diese Krise eigentlich schon 2007, 2008 mit diesem Finanzcrash, da an dem Punkt hätten die viele aufwachen müssen, hätten sich schon vorbereiten sollen, weil das ist jetzt einfach nur eine weitere Überspitzung, was wir jetzt momentan haben. Das hat schon viel früher eigentlich angefangen und hätte man sich auch schon viel früher damit auseinandersetzen, wenn man das schon eher geblickt hätte. Aber das sind halt jetzt so diese krassen Züge, die sich jetzt nur zeigen. Und das ist halt das eine, diese Prozess des Körperreinigen, das ist halt auch bei mir jetzt 5 Jahre, 6 Jahre, dass ich an diesem Punkt gekommen bin. Und da muss man sich halt dann weiter ein bisschen voranarbeiten, sage ich mal. Also als Einstieg wie immer, Arnold Ehres schleimfreie Heilkost, habe ich auch mehrere Videos auch dazu gemacht. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, was viele vernachlässigen, sind die körperliche Fitness. Also, dass man halt, ja, viele haben halt dann auch diese Bedürfnis zum Beispiel im Anbau, ja, Mehl, Kuchen und alles mögliche ist ja auch, kann man machen, ist aber im anderen Zusammenhang, sollte man auch wirklich schauen, dass man sich halt wirklich überwiegend basisch auch ernährt und auch körperlich fit ist, dass man auch wirklich mal 10 Kilometer mal läuft oder im Garten mal 8 Stunden aktiv ist, man die ganze Zeit die Schubkarren 2-3 Stunden lang schwer hin und her trippt, umgräbt, wenn man jetzt zum Beispiel keine Fräse zur Verfügung hat, sondern hacken muss, nicht hacken, sondern mit der Grabgabel da etwas umgraben muss, dass man das auch über 3-4 Stunden mal hinweg machen kann, oder dass man dann jetzt nach einer Stunde dann komplett fertig am Boden liegt. Und das Interessante ist auch, ich kann halt trotzdem jeden Tag Sport machen, also meine basische Ernährung, ich habe keinen Muskelkater mehr, also diese Erschöpfung, dass ich dann auch mal jeden Tag etwas machen kann, ist auch sehr zu empfehlen, auch in Krisenzeiten. Also kurz zusammengefasst, der Kern meiner Aussage ist einfach, sorgt nicht nur darauf vor, dass ihr eine Stromversorgung habt, Wasserversorgung und auch eine Essensversorgung habt in Form von Sauerkraut, in eingekochte Sachen, Marmeladen oder sowas, sondern sorgt auch wirklich darauf vor, dass ihr, sagen wir mal, basenüberschüssig seid, dass ihr vielleicht auch mal Fastenerfahrungen gemacht habt und damit ihr mal nicht in die Panik kommt, wenn ihr mal nichts zu essen habt, dass ihr mal 1-2 Tage mal okay so eine Entlastung habt, auch für den Körper mal auch in dieses Gefühl reinzukommen. Natürlich auch die körperliche Verfassung einfach mal anfangen, jetzt anfangen, einfach mal regelmäßig auch Sport zu machen. Und ich habe auch mal in einem anderen Video gesagt, der Garten, ehrlich gesagt, ersetzt überhaupt nicht das Fitnessstudio. Nach meiner Ansicht nach, da könnte man zum Beispiel auch als Mann, die ja sowieso mehr Muskelmasse haben, kann man auch viel mehr machen, um einfach da ein bisschen körperliche Fitness auch zu bekommen. Natürlich auch bei Frauen, dass die auch eine gewisse Grundfitness haben, weil ja, eine Übergewichtigkeit oder zu viel auf der Waage, das blockiert halt einfach mehr. Und da sollte man auch jetzt anfangen, damit man auch in Zukunft ein wohlbefindenderes Leben auch hat. Das hat ja nicht nur positive Sachen jetzt für die Krise, damit ich da irgendwie durchkomme, sondern auch
für die Zukunft hat, man ein besseres Wohlbefinden beim Körper hat. So viel zu meiner Sichtweise bezüglich jetzt auch dieser Krise und wie man sich noch zusätzlich vorbereiten sollte. Ich denke, manche vergessen oder viele vergessen das einfach. Weiß ich jetzt auch nicht, das ist jetzt einfach nur meine Einschätzung. So, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch etwas in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt zu dieser ganzen Sache auch steht, wie ihr jetzt ja auch zu meiner Meinung auch steht oder ob vielleicht habe ich auch irgendwas nicht berücksichtigt oder vernachlässigt, wo man sich nochmal ein bisschen weiter vorbereiten kann. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und auch auf die Glocke drückt, damit ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.